für die Familie, was er am liebsten mag. Alle haben Hunger, alle sind gespannt, was es heute gibt. Ja? Was das für eine Musik war? Wir sind ready, wir sind wieder in unsere schönen Anziehsachen. Freunde, erstmal herzlich willkommen! Ja, das ist Bon Jovi! Guck mal, Fleck da drauf, guck mal, hier bei mir. Nein, Junge, das ist einfach. Doch, da, hier, ich hab's gefunden. Siehst du, das war der Fleck, du dummes Kind, Alter. Manchmal. Ein Applaus für Sammy, komm, alle, ein Applaus für Sammy, herrlich. Ja, auf jeden Fall, Freunde, wir haben ja letztens Steak gemacht, ne? Da hab ich ja verloren, oder? Ja, genau, da hat Sammy verloren. Und ihr habt so gefeiert mit der Küche und alles drum und dran. Wir haben ja eine eigene Küche hier. Das ist dafür erstmal ein fettes Applaus hier, Alter. Ne? Und dafür machen wir heute, wer macht die bessere Pasta? Freunde, was braucht man für Pasta? Natürlich Nudeln. Aber nicht eine Nudel, sondern wo ist meine Nudeln? Spaghetti, also wir dürfen Spaghetti aussuchen, was wir für Sorten nehmen. Wir haben noch Penne Ragazza. Tomatensauce. Zwiebeln. Mais. Bolognese. Salz. Pfeffer. Als gut. Ich hab so einen großen Jagd! Meine Fritte, ja. Ich schwör auf alles, ich konnte schon immer krass Nudeln machen, ja? Ey, du bist auch geil, ne? Und womit sollen wir kochen? Mit welcher Steckdose? Du bist auch geil, mach du das doch! Ich hab doch alles vorbereitet, mach du das doch! Was hast du denn vorbereitet? Ja, mach du das doch! Was hast du denn vorbereitet? Ja, du bist auch geil, ja? Als wäre das meine Kochshow hier. Ich bin von einer 1,50 Meter Brücke gesprungen. So, Chat! Der Herz ist da, Tischkehre dem. Das wär. Wir haben genau ab jetzt 30 Minuten Zeit, oder was sagst du? Ja, so 30 Minuten, da kommt ein Chefkoch, ne? Wirklich aus dem. Wo kommt der? Hä? Aus der Sizilien? Aus Senegal. Aus Senegal. Aus Sizilien. Mann. Senegal. Die Hälfte war bei Sizilien. Oh, ey, wir sagen, guck mal, jeder darf sich aussuchen, was für Nudeln er macht. Am Ende wird das bewertet, ihr kennt das Prinzip. Okay, 3! Ey, aussehen, 2! Aussehen und Geschmack, ne? Wissen wir. Das weißt du nicht. Herzlich willkommen. Wir haben auch jeden Tag neue Zuschauer. Seit wann darf man mit 13 kochen, ist das nicht illegal? Junge, halt deine Fresse, halt deine Schnauze, ja. Bitte, ja. 3, 2, 1. Freunde, aussehen und Dings wird bewertet. So, Freunde. Hier kommt erstmal Wasser rein. Boah, wie soll man das denn ziehen, ja? Mein Gott, deswegen hasse ich kochen, ja! Warum machst du mir kein Wasser rein? Hä? Hab ich 30 Hände? Mach mal Wasser bei Nudeln rein, oder was? Ey, Freunde, ich entscheide mich für Tagliatelle, weil, seid mal ehrlich, mögt ihr auch Tagliatelle? Nein? Okay, Chat, jetzt kommen erstmal meine Nudeln drauf. Ist das schon an? Du machst Penne? Ja, klar mach ich Penne. Okay, Penne Pistazio. Ich hab gelernt, man muss in dem Wasser Salz rein tun, du Kleiner. Hör auf damit, Mann! Hör doch auf, Bruder, ja. Ich schwöre auf meine Mutter, mein Vater weiß, dass man da Salz reinmacht, ja? Ja, aber du nicht, dein Vater weiß, aber du nicht. Nein, nein, nein. Lass mich das Lass machen. Lass uns den Deckel öffnen. Oder ab jetzt dürfen wir nicht mehr miteinander reden, ja? Ah! Yes. So, ey, ich habe mich entschieden für dich, das musst du nehmen. So, Freunde, ganz viel Salz, damit die Nudeln auch von jeder Fläche einen schönen Knopfen Salz kriegen. Das geht nicht, Mann. Freunde, ich mach Spaghetti Bolognese. So, so. Ich mach ganz klassisch Spaghetti Bolognese. Dafür braucht man Hackfleisch. Ey, ich bin so geil, ne? Ey, ihr könnt mich wirklich buchen, ne? Ich koch für euch. Ich mach Hollandaise und Garnelen. Und Mais noch. Und Zwiebeln, wenn man nicht Zwiebeln. Mit Gefühl, Bella. Der Chefkoch ist schon eingetreten, aber ihr dürft ihn gleich erst sehen. So, Freunde, jetzt schneiden wir erstmal ganz wichtig. Irgendwas riecht auf jeden Fall nicht gut hier, ja? Mein Gott. Ich mach die leckerste Tomatensauce der Welt. Wer hat das gesagt? Meine Mutter, glaube ich. Oh, die hat auf jeden Fall keine Ahnung. So, Freunde, jetzt gucken wir mal, schneiden wir die Zwiebeln. Das habe ich gelernt, wirklich. Krieg ich die Hälfte? Boah, sei doch mal kurz leise, ich Bruder. Da passiert einfach nichts, ne? So! Da passiert nichts, da passiert... Freunde, er hat nicht ein Stück geschnitten, da sind nur Ritze drin. Boah, Junge, lass mich doch mal machen. Krieg ich aber die Zwiebel, ja oder noch? Ja, nimm doch, Junge! Freunde, jetzt packen wir da rein, ganz wichtig, wir packen da rein Öl. Frisch aus Indonesien, Öl. Freunde, ich bin der beste Koch, der ich will doch noch ein bisschen Öl. Da machen wir die Zwiebeln rein, nur zum Anbraten. So, Zwiebel ganz klein nur für den Geschmack, habe ich gelernt. Chat, wir machen die Garnelen auf. Jetzt denkt man sich, okay, Garnelen, was will man an Garnelen falsch machen oder richtig machen? Richtig, man muss die Garnelen nämlich in der Mitte aufschneiden. Ich zeige euch mal ganz kurz wie. Hier nein. Rein. Boah, was nein, red ich mit dir, Junge? Verklar, was du, man kann die doch so kaufen. Hier reinritzen.
Hä? Boah, bitte, ich rede doch nicht mit dir! Das machen wir bei jeder Garnele, damit die in der Pfanne nicht aufplatzen. Alle in der Mitte geschnitten. Ich mach mal kurz den Taste-Test. Ich habe noch nie so schlecht einen 13-Jährigen kochen. Nein, das ist... Ey, Freunde, chill, mach mal den Chat vor mir, 13-Jähriger, bitte. Ich wollte nur ein bisschen Pizza. Lass das, Bruder. Ab jetzt, du guckst nicht mehr bei mir. Das stört mich. Ja, hast du Pech? Das stört mich. Ich hab keinen Reden. Ich hab keinen Reden. Pack mal den scheiß Baum runter. Dann rede nicht mit mir, Bruder. Jeder muss kochen, wie er will, Bruder. Was ich jetzt? Egal, was ich mach, du redest bei mir. Doch, aber musst du reden ein bisschen. Ja, aber nicht mit mir musst du reden. Das hat nicht mal angefangen zu braten. Ja, das meinst du schon mal. Hey! Du hast auch mal was gemacht. Ja, warum? Weil du alles guckst, was ich mache, Junge. Ich wollte doch einfach nur meine Kochshow machen, ja? Boah, ich hab zu viel gemacht. Die Soße ist viel zu viel. Man hat gesagt, erst wenn das Wasser kocht, kommen eigentlich Nudeln rein. Habe ich jetzt falsch gemacht wegen Sammy. Aber ist egal. Da! Er hat zugegeben, dass er mir nachmacht. Du Lügner. Warum sagst du, machst mir nicht nach? Freunde, jetzt wirklich Hand auf eure Herzen. Ne? Wie sieht das aus? Sieht das nicht köstlich aus? Oh my gosh, Alter. Salz, noch mal auf die Schrimps. Immer mehr Salz als Pfeffer. Weil guck, jetzt Pfeffer. Ganz wenig und jetzt guck mal bei mir, Chat. Also, meine Dings ist fertig. Ich warte, bis die Nudeln fertig sind, dann packe ich das drauf. In der Zeit fange ich schon mal an, meinen Teller zu dekorieren. Was für ein Teller überhaupt? So, Freunde, wir haben Mais. Ganz wichtig, es kommt nämlich noch Mais rein. Und ich habe noch eine Sache vergessen, Chat. Bei meiner Hollandaise. Nein, nein, das zeige ich gleich, weil sonst machst du mir nach. Hier, verdammt mal, oui, ja! Du hast schon gerade gemacht. Ja, ist doch egal. Bruder, kommentier doch nicht alles, was ich mache, Junge, ja? Halt doch deine scheiß Kappe, wenn ich rede, Alter. Der redet nur Sachen für mich. Sag doch mal, was du da kommst. Ich helf dir doch schon, damit du nicht so kackst. So, die Nudeln brennen an. Ich würde sagen, ich brauche Tomaten für meinen Teller. Guck mal. Du Scheiße! Du machst mir immer nur nach, Alter. Warum gehen meine Drecksnudeln so lange, ja? Guck mal, die bewegen sich nicht mal, ja? Aber so langsam geht's, Chat. Noch zwei, drei... Ja! Ey, Freunde, nennt mich der Tag hier Tellermeister, Alter, ja? Was machst du da, Junge? Das hab ich schon extra gemacht. Deine Gabel ist drin. Meine Fresse, ja, meine Fresse. Ich hab keinen Bock mehr. Ich schwöre, ich hab keinen Bock mehr, ja? Ich hol raus, chill. Ich hol noch raus. Hol mal raus. Bitte. Ich schwöre da nicht. Hol mir Finger raus. Ja, nicht. Gleich die Bude. Ey, wenn das noch Metall schmeckt, ne? Nicht mein Ding, ne? Dann lass das mit Metall braten. Meine Fresse, du trinkst Tomate, Junge, ja? Boah, spuckst die Tomate an. Boah, bitte, ich schwör auf meine Mutter, ich meine das ernst, Sammy. Halt mal ja, deine aber Fresse. Was willst du von mir? Ich baue gleich eine Wand hier hin, ja? Ja, was willst du von mir? Mach deine Sachen, ich mach meine Sachen, Junge. Ja, hör doch auf mit mir zu reden. Ja, geh doch weg von meiner Seite. Guck, warum machst du mich? Ich schwöre, guck mal, Teller, Freunde. Guck mal, Teller an. Jetzt guck mal, was der macht. Ich hab keinen Bock mehr. Ich geh da auch. Guck mal, was machst du da? Jordan, das tropft aus. Was soll ich denn machen, Bruder, ja? Was soll ich denn machen? Den Deckel hoch. Das ist wegen der Gabel, Junge, ja? Nein, das ist Deckel. Oh, sing mal away! Nimm doch! Der sagt, nimm, als ob das so kalt ist, ja? Weil ich auch noch nie für mich selber koche, so. Aber scheiß drauf, egal. Ah! Mein Gott, wir brauchen Nudeln, ich ja? Ich hab wirklich eine wichtige Frage. Ja. Wann merkt man, wenn die Nudeln fertig sind? Gegen Wand klatschen, glaube ich, ne? Nein, noch nicht so, Junge. Doch? Wenn wir die an der Wand kleben, dann sind die doch fertig, oder nicht? Bei Spaghetti, Junge! Das ist doch Spaghetti. Ey! Oder? Du und die Nudeln, ja? Jetzt hab ich mit Zwiebeln. Was macht der da, ja? Ich schwöre, ich wollte nur testen, Bro. Das ist wirklich so ein Test. Freunde! Ah. Jetzt, ganz wichtig, hier ist gerade Schrimps und Zwiebeln drin. Und jetzt kommt. Und jetzt kommt hier noch Mais rein. Ohne Wasser. Was? Das ist Maiswasser, das ist wichtig. Freunde, aber nur die Hälfte vom Mais. Das ist nämlich, weil viel Mais ist nicht gut. Meine Tagliatelle sind fertig. Jetzt kommt mein Gericht. Ich schwöre, ich muss dieses Rezept eigentlich weiter vermitteln. Spuck doch nicht! Ich spuck doch nicht, Junge, ja. Und zwar, meine Damen und Herren, ihr nehmt eine Zwiebel. Eine Zwiebel ist roh, sehr saftig. Und ihr packt die einfach oben drauf und die Nudeln... Ja, warum lachst du? Die Nudeln zielen jetzt die Zwiebeln ein. Freunde, ich zeig euch nochmal. Hör doch mal auf! Nein! Ey, du bist so ein Ekliger, ne? Nein! Ich will das... Ey! Was? Schmeiß das weg! Was denn? Schmeiß das weg! Wolltest du das gerade wirklich reintun? Du darfst gar nicht gucken in dem Raum eigentlich, ne? Ja. Ey Junge, lass mich doch einfach mal arbeiten, ja? Ey, ich bin doch doof, ne? Ich hätte erst das Fleisch anbraten sollen. So, Freunde, ich glaube, meine Nudeln sind fertig. Wir machen einmal den Taste-Test. Ich glaube, das platzt gleich, guck mal. Wir machen den Taste-Test, Chat.
Ey, pass auf, doch nicht, dass es gleich auf dich knallt, ne? Oh mein Gott! Bruder, ich sag dir, die Zwiebel hat dein Leben gerettet, ja? Okay, Chat, noch eine Minute, da sind meine Nudeln fertig. Ey, riech mal! Riech mal! Riech mal, John! Meine Fresse, er spuckt doch nicht so mehr! Sorry. Okay, Chat, meine Nudeln sind fertig, ja? Hey! Tütüt! Tütüt! Wo soll ich das hinstellen? Auf deiner Holzplatte. Mais, Zwiebeln, Garnelen, Salz. Rutscht das aber runter die ganze Zeit. Und Pfeffer. Oh! Seht ihr, so muss das brutzeln. Da muss Öl rein. Hab ich doch schon nichts, Bruder. Ich bin nicht so dumm wie du. Ah, steck du Mudo, ja? Hey, Bella Pistazia, ich wollte nur sagen, die Pizza kommt eine halbe Stunde später. Okay, Chat. Jetzt kommen die Nudeln rein. Oder? Was sagt ihr, Chat? Ich mach jetzt mein Gott, warum brennst du denn so? Ich mach jetzt Geschmackstest. Ey, mach mal Fenster auf, das vergiftet dir gleich alles. Oh mein Gott, Chat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das schmeckt so geil, Alter. Chat, wir müssen das Wasser alles Jordan jetzt hier reinmachen. Mein Gott, wie soll ich das Wasser denn jetzt hier reinkriegen, ja? Freunde, die Nudeln! Oh mein Gott! Jetzt kommt mein Geheimrezept, Chat. Jetzt kommt mein Geheimrezept. Sauce Hollandaise. 3, 2, 1. Freunde, ganz wichtig, in die Hollandaise-Soße sofort Salz, damit sich das alles einreibt. Salz. So, Salz, Pfeffer. Chat, und jetzt ganz leichte Bewegung. Ganz leichte Bewegung. Das muss leicht sein. Sonst ist das gefährlich. Ganz leicht. Ganz leichte Bewegung, ja. Ganz leichte Bewegung, ja. Oh mein Gott, ganz leichte Bewegung, ja. Ganz leichte Bewegung. Seht ihr, wie das durchmischt? Oh mein Gott, seht ihr? Für Sauce Hollandaise gibt es nichts Besseres als einen schönen Brokkoli. Und deswegen, meine Damen und Herren, habe ich nochmal Brokkoli gekauft. Oben kommt ein ganz dünn Schnitten Brokkoli rein. Das ist kein Brokkoli. Doch. Nein. Was dann? Weißkohl. Bitte, wenn du keine Ahnung hast, halt einfach die Fresse. Ich hoffe, meine Mutter, das ist kein Brokkoli. 463 hat im zweiten Monat abonniert. Okay. Freunde, ganz dünne Scheiben schneiden. Ganz dünn, ne? Und der kommt jetzt sehr flockig oben drüber. Aber wirklich sehr flockig nur. Weil der Brokkoli muss dezent sein. Der darf nicht so, das dürfen nicht diese dicken Brokkoli-Stückchen sein. Das muss das dezente kleine, wenn du so drauf weißt, machst, oh, Brokkoli. Oh yeah. Ganz wichtig, wir rühren. Wieder ganz leicht Bewegung. Warum ist mein Messer weiß? Vorne, hinten, vorne, hinten, vorne, hinten. 1, 2, ja, Daddy. Chat, jetzt rühren wir das. Nochmal von jeder Seite einmal rühren. Weil jetzt kommt mein Special. Was meint der Typ? Das fragt sich, glaube ich, jeder da draußen. Erstmal, das war zwar nicht mein Special, aber machen wir einen ganz kleinen Schuss Tabasco rauf. Ganz klein, nur für dieses Hollandaise-Geschmack. Junge, du machst das da eh was zusammen aus. Du überlegst nicht mal. Oder den habe ich für mich gekauft, Junge. Was machst du da? Da kommen die Nudeln rein. Du darfst nicht mein Brokkoli benutzen, Junge, ja? Ah, die Kappe mal. Du darfst auch nicht meine Sachen dann benutzen. Welche Sachen denn? Wo ist das deine Sache? Achso, hier, Chat. Hier ist er. Der gute alte Käse von Gerlama. Freunde, seht ihr, die Garnelen sind jetzt an den Seiten dick geworden. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott. Wir machen alles auf eine Ebene. Ey, das sieht voll beschissen aus, ja. Käse drüber, Chat. Wir machen jetzt richtig schön. Warum legst du alles bei mir hin? Mann, was machst du da? Du dummes Kind, Alter, ja. Jetzt hast du meinen ganzen Teller auseinandergenommen. Freunde, die Deko. Jetzt kommt die Deko. Da bin ich echt gut drin, muss ich sagen. Okay, Freunde, für die Deko, da es ja auch Mais enthält, machen wir hier ganz leicht Maisflöckchen hin. Freunde. In die Ecken. Freunde, guck mal jetzt. Das geht gar nicht, ja? Doch, irgendwie. Seid mal ehrlich. Die Leute sagen immer zu meinen Tellern geil. Freunde, jetzt bitte seid ehrlich bei mir. Ja! Was für ein Junge, ja? Warum brutzelt das doch? Ich hab dich doch ausgemacht. Soll man das hier hinstellen, ja? Okay, fuck die Goldmann, ja. Boah, Jordan. Tabasco drüber, ja? Einen Applaus für Jordan.
Ist fertig? Nein, warte, ich muss noch Gurke machen. Wo sind diese Rucola-Stückchen? Chat, achtet nur drauf, was ich mache, ja? Ja, chill doch mal, Junge, ja? Junge, es sieht aus wie Flecke. Ey! Aber egal, Freunde, jetzt machen wir einen Screenshot und ihr dürft entscheiden, welches besser ist. Dann machen wir eine Abstimmung. Mach mal so. Ich hab dir gesagt, ich schwöre auf meine Mutter, ich hab dir das gesagt. Ja, das doch eins. Was für ein Screenshot, Junge, ja? Boah, hält doch meine Fresse. Meine Fresse, halt die Schnauze, ja. Ich mach gar nichts mehr, Junge. Probier jetzt mal die Kacke hier. Was soll ich mal einen Screenshot machen? Was für's? Bruder, bitte, ja, ich schau dir gleich an in die Schnauze. Jetzt haben wir so. Nein, ich schwör auf alles, ich mach keinen Screenshot mehr, Bruder, ja. Ich wein gleich, ja. Mein Gott, meine Tomaten fliegen hier überall durch die ganze Bude wegen dir, Junge, ja. Was nochmal runterfällt, ich hau den Teller gegen die Wand. Wir haben eine Abstimmung am Laufen. Wir gucken mal, welches besser ist. Ja klar, Bruder, als ob ich besser bin, ja. 68% sagt Sammy, I love you very much, Freunde. Okay, mach die Nummer. Ey, rüber. Wir bitten einmal den Chefkoch einmal hier rein. 3, 2, 2, 1. Hä? Schon? Applaus für mich. Was geht ab, Alter, ja? Wie, wo kommst du nochmal? Aus Sizilien oder aus wo? Aus Senegal. Senegal. Senegal, ja. Aus ja. Mein Name ist Uwobo, genau, am Mann, aus das. Komm, bitte, bitte. Warte, warten Sie. Jetzt setzen Sie sich hin. Brauchen Sie noch irgendwas? Bruder, was ist das für eine Gabel, ja? Was ist das für eine Gabel, Junge? Hast keinen Respekt, Junge? Guck mal, ich erkläre das einmal. Du musst jetzt jeden Einzelnen erstmal das Aussehen bewerten und danach den Geschmack bewerten. Also von 1 bis 10. Aussehen hier und Aussehen da. 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Also vom Optischen her sieht schon Sammys besser aus, muss man sagen, ne? Wie viele Punkte? Sammys gebe ich vom Optischen... So, sagen wir mal eine 7,5 von 10. Dein Herz, Alter, ich hoffe, meine Mutter, wie ich das im Restaurant kriegen, ich würde noch mit dir rumlecken, Alter, mit dem Typen, ja. Guck, wie geil das aussieht. Okay, 7,5 von 10. Okay, und bei mir? Bei Joe muss ich sagen, also das sieht jetzt nicht so appetitlich aus mit dem. Ich würde kotzen, wenn ich sowas sehe. Oha, so. Was labert der da, ja? Ich gebe dem leider eine 6,5 von 10. Was? Punkt weniger als das hier? Willst du mich verarschen? Ja, halt doch mal deine Fresse, Junge! Lass dem... Bruder, sorry, ey, tut mir leid. Schau mal, willst du mich verarschen? Guck mal, der versucht dich zu manipulieren, Bruder. Bruder, hör auf zu spucken, Bruder, bitte. Du nimmst das gerade aus der Tomaten essen kann. Monsieur, Madame, eine Sprite. Die kam von mir, Bruder, das ist auch bei meinem Essen... Ey, wenn das gleich nach Sprite schmeckt, wundere dich nicht, ja? Boah, Bruder. Ich glaube, meine Mutter schmeckt so geil. Oh, krank, ich muss sagen, Alter. Die Garnelen habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Nein, das muss ich mitbewerten, sorry. Willst du mich verarschen? Ey, ich hau diese Tomaten gleich gegen die Wand, Bruder. Was willst du da mitbewerten, Bruder? Du musst doch vom Gesamt Bruder, sehen. Ja, aber das ist kacke. Der hat die Garnelen, guck mal, so. Oh, Bruder, wie bei Tacos, Junge, ja? Mit ich muss Käse sagen, die Garnelen sehen richtig scheiße aus. Das hab ich das nicht gesehen, weil die Garnelen sind ehrlich scheiße. Halt mal deine Fresse, ja? Er hatte voll die Hoffnung gehabt. Mmh, so lecker hast du noch nie Essen gesehen. Was macht ihr da? Was macht ihr? Weißt du, was da drin war? Das schmeckt echt nach Pipi, ja? Das schmeckt echt nach Pipi. Geschmacklich her, da hat Salz gefehlt, aber das ist nicht schlimm. Also im Restaurant kriegt ja Salz dazu. Immer weniger Salz als zu viel Salz. Genau, deswegen habe ich das so gemacht. Deswegen gebe ich das nicht so schlimm. Man kann ja nachsalzen. Deswegen gebe ich dem, also vom Geschmacklichen her war das nicht überragend, aber wenn man das bei eurem Niveau hier jetzt vergleicht, ist das schon besser als deins auf jeden Fall. Ja, also bei deins, 1 bis 10? Bei dem muss ich fast kotzen. 1 bis 10? Ich sag, komm, geben wir einfach mal eine 7 von 10 und der 2,5. Ja! Was ist los? Die erste Folge hast du mal. Das ist von mir. Meine Fresse, jetzt komm mal her! Komm mal her, Junge! Komm mal her! Was machst du da? Komm mal her! Was ist los? Was ist los? Was ist los? Verpisst euch! Ja. Was ist das? Das hat keinen Geschmack.
Das schmeckt einfach nach wirklich nach irgendwas, was nicht, was nicht lebensmittelhaftig ist. Ekelhaft. Ey Freunde, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ne? Wenn ihr Bock habt, dass wir weiter solche Kochshows machen, nein, schreibt gerne, was ihr wollt. Wir machen das. Ich hab keinen Bock. Ganz einfach. Mehr. Halt die Klappe. Mit dir zu kochen ist sowieso der größte Fehler, den es auf dieser Welt gibt, Alter. Wow. Ey, ein Applaus auf jeden Fall an der Jury. Ne? Ey, der beste Mann. Wie heißt du bitte? Wie heißt du auf Instagram? Komm. Nächstes Mal sag ich mir sein Instagram. Okay, Freunde, erstmal danke an alle. Schreibt noch einer, John ist 13, ich hoffe alles, ich raste aus. Ja, ich komme nie wieder online auf diese Plattform. Online.